Was bisher geschah? Wusel hat Maria in einen Wusel verwandelt. Lässt sich das wieder rückgängig machen? Und Simon will das erste Mal auf einem Pferd reiten. Ob er das schafft? Jetzt bei Wusel, Hallo bei Wuselgusel und die Weltentdecker. Bei uns geht's heute noch mal um Pferde. Ach so, und falls ihr mich nicht erkennt, ich bin Maria. Ich sehe eigentlich so aus. Och, das ist aber ein hübsches Bild von dir. Wusel? Ja? Mach bitte, dass ich wieder so aussehe. Ja, ist ja gut. Ach, seit ich Marias Pferdeallergie geheilt habe, ist sie etwas gereizt. Eine unerwartete Nebenwirkung. Ihre Stimmung ist zurzeit eher so. Gereizt bin ich, weil du mich in einen Wusel verwandelt hast. Ja, eine weitere Nebenwirkung. Aber das kriegen wir alles wieder hin. Oh, wie konnte das nur passieren? Naja, du warst genervt von meiner Explosion, deshalb wolltest du als das wuselige Pferderennen gewinnen und dir als Siegerin wünschen, dass ich einen Monat lang nichts explodieren lasse. Dann kam die Sache mit der Pferdeallergie dazwischen und jetzt siehst du so aus. Wusel. Weißt du das etwa alles nicht mehr? Oh je, noch eine Nebenwirkung. Gedächtnisverlust. Schnell, Maria, wie heiße ich? Wie heißt heute der Weltentdecker? Welche Zahl steht hinter meinen Erfindungen? Los, sag es! Wusel Simon 3001. Wusel, bitte, mir geht es gut. Ich will einfach nur wieder so aussehen. Tust du doch. Ich meine so. Mann, so. Das wirst du auch, Maria. Ich werde dich jetzt von meiner rechten auf meine linke Seite beamen und dabei alles Wuselige aus dir entfernen. Oh, endlich. Ich bin bereit. Okay, los geht's. Oh, falsch. Nee, auch nicht richtig, glaube ich. Oh, ich bin wieder ich. Danke, Wusel. Ach, gerne geschehen. Aber was sind das für Klamotten? Naja, wir haben kaum noch Zeit bis zum Wuselinger Pferderennen. Und du musst total viel trainieren. Also ich würde sagen, zum Aufwärmen lauf doch bitte mal 150 Runden um den Tisch. Moment. Weiter geht's mit Weltentdecker Simon. Der ist gerade auf dem Pferdehof. Du spinnst doch. 5 Runden. Was? Nein, 100. 10. 80. 15. 3. Hä? 20? Eine? Hä? Eine halbe? Okay, eine halbe. Simon hier. Willkommen zurück in Österreich. Ich will heute zwei Sachen zum ersten Mal probieren. Die Sprache der Pferde verstehen und ein Pferd reiten. Dabei helfen soll mir Laura. Sie ist Reitlehrerin und Expertin für Horsemanship. Jetzt müssen wir aber mal erklären, was ist denn überhaupt Horsemanship? Ja, also Horsemanship bedeutet, dass wir uns von der Natur der Pferde abgeguckt haben, wie die sich in einer Herde untereinander verhalten. Und das versuchen wir Menschen nachzumachen, um mit ihnen zu kommunizieren. Kommunizieren bedeutet miteinander sprechen. Natürlich wird Laura jetzt nicht die ganze Zeit. Sie schaut aber ganz genau, was passiert, wenn ein Hengst, also ein männliches Pferd, neu in eine Herde kommt. Man sieht jetzt schon, dass der Herdenführer, Nesir, der alte Hengst, der hat schon entdeckt, dass der Neuling hier gerade zum Tor hinkommt. Er ist schon sehr interessiert. Die anderen drei stehen noch hinten recht ruhig. Die haben das noch, oh, jetzt haben sie es auch bemerkt. Siehst du, jetzt gehen die Köpfe hoch. Ja. Das kannst du dir jetzt so ähnlich vorstellen, wie wenn ein neues Kind in die Klasse kommt und mal die anderen jetzt kennenlernen muss. Ah, jetzt wird's so ausgecheckt. Ist das ein cooler, genau, ist das ein blöder? Genau, jetzt wird er ausgecheckt. Ja, genau. Siehst du, jetzt kommen sie ihn begrüßen. Der Schwarze ist der Leithengst. Ah, oh ja. Gott, das sieht aber... Das ist laut, das ist Imponiergehabe. Der Leithengst versucht jetzt mal den Jungen gleich zu beeindrucken und ihm klarzumachen, dass er hier der Chef ist. Aber sie tun sich jetzt nicht weh oder so? Noch ist es nur laut, nein. Also, das ist noch nichts Ungewöhnliches. Der Leithengst muss jetzt quasi seine Position verteidigen. Du siehst, was sie für einen großen, imposanten Hals schmeißen. Das machen sie, um quasi eindrucksvoller zu wirken. Jetzt geht der Junge zu den anderen Pferden hin und versucht, die anderen zu erkunden.
und versucht sich bei den rangniedrigeren Pferden auch ein bisschen wichtig zu machen. Und jetzt wird mal normalerweise einfach zusammen gelaufen. Und dann wird der Neue natürlich verfolgt. Und dabei die Ohren immer? Genau, die Ohren richten sich immer in die Richtung des neuen Pferdes im Moment. Und du siehst, dass jetzt ganz viel einfach darum geht, welches Pferd welchem den Weg abschneidet. Das ist, werde ich dir nachher in der Halle zeigen, wie der Mensch das machen kann. Das imitieren wir über unsere Schultern. Ja. Und da geht es jetzt darum, welches Pferd wird wohin dirigiert. Ja? Der Chef sagt immer, wo es lang geht und die anderen müssen mitgehen. Und das machen sie sich jetzt aus. Wie lange es dauert, bis sich ein neues Pferd in die Herde einfügt, kann man nie vorhersagen. Aber hier sieht es so aus, als ob sich alles langsam entspannt und der junge Hengst seinen Platz schnell findet. Aber wenn es einmal festgelegt ist, dann bleibt es auch so. Nein, auch das ist nicht. Nein, das ist wie unter Menschen auch. Man muss sich den Respekt der anderen einfach verdienen und erarbeiten. Nicht der, der am lautesten brüllt, ist immer der Chef. Und bei den Pferden ist es auch so, wenn zum Beispiel der Chef schwächelt, kränkelt oder nicht so gut drauf ist, dann ist er gleich nicht mehr der Chef. Und dann übernimmt jemand anderer seine Position. Aber was haben wir jetzt daraus gelernt? Das will mir Laura gleich in der Reithalle zeigen. Hallo Wusel! Oh, hallo Simon! Guck mal, ich habe für Maria ein Robo-Pferd 3001 erfunden. Du darfst die Kommandos ausprobieren, die es steuern. Und los! Robo-Pferd, Schritt! Gutes Robo-Pferd. Trab auf der Stelle. Yippie, es funktioniert! Simon, kommst du mal? Hier, ich bin hier! Was? Nein, Moment! Das wollte ich nicht, Wusel. Gute Besserung. Wir sind in der Reithalle. Ich will die Pferdesprache mit Cassiopeia ausprobieren. So, Simon. Gut, wir haben jetzt draußen gesehen, wie Pferde das untereinander machen. Genau. Aber jetzt, wie machen das denn Menschen mit Pferden? Indem wir versuchen, die Körpersprache vom Pferd so gut es geht nachzumachen. Nein, du darfst auf zwei Beinen stehen bleiben. Du musst nicht auf allen Vieren laufen. Cassiopeia ist sehr neugierig. Wir müssen gar nichts machen und schon kommt sie zu uns getrottet. Wie ich es gelernt habe, halte ich ihr meine Hand hin, als Vertrauensgeste. So, und jetzt werden wir mal versuchen, ob wir sie gemeinsam führen können. Dafür arbeite ich jetzt über meine Schultern, das heißt über die Körpersprache. Wenn ich jetzt der Cassiopeia sage, dass ich gerne möchte, dass sie mitgeht, dann drehe ich meine eine Schulter nach vorne und mit der Gerte, mit meinem verlängerten Arm, kann ich sie von hinten treiben. Das macht der Hengst in der Herde auch. Das hast du ja unten auf der Weide schon gesehen. Wenn ein Pferd vorwärts gehen soll, dann wird es von dem anderen von hinten getrieben. Das kann ich mit meinem Arm imitieren. Jetzt natürlich wichtig, das habe ich beim Fahrradfahren gelernt, anhalten ist auch wichtig. Ganz okay, genau. Du kannst das. Normalerweise ist es so, wenn ein Pferd schon gut trainiert ist, dass es wie ein Hund genau neben dir stehen bleibt. Cassiopeia hat jetzt bemerkt, dass sie etwas zu spät reagiert hat, war ganz brav und ist von selber einen Schritt zurückgegangen. Wenn sie das nicht tut, dann mache ich auch das über die Körpersprache. Das heißt, ich drehe meine Schulter zum Pferd und das ist ein Kommando für sie, dass sie mir ausweichen muss. Dabei geht es um Respekt. Weil sie einfach weiß, ich bin die Chefin in der Herde und wenn ich mich auf sie zubewege, muss sie mir einen Schritt ausweichen. Das kannst du jetzt mal ausprobieren. Ich? Ja, wir schauen jetzt mal, ob Cassiopeia vor dir auch Respekt hat. Du stellst dich jetzt hier neben sie an ihre Schulter, nimmst kurz Kontakt zu ihr auf und streichelst drüber, damit sie weiß, dass es jetzt um dich geht. Ja, so mittel. Genau. Jetzt hast du gemerkt, sie war etwas skeptisch. Mhm. Sie ist mit dem Kopf zur Seite gegangen. Das heißt, sie kennt dich einfach noch nicht gut genug. Genau, Handrücken hinhalten, das ist eine gute Idee. Jetzt schnuppert sie an dir. So, und jetzt stelle ich mich hier hinter dich. Und jetzt versuchst du einfach mal mit deiner linken Schulter dem Pferd die Türe zuzudrehen und machst einen Schritt auf sie zu. Oh, das funktioniert. Ganz genau. Dann weicht sie dir aus. Jetzt darfst du sie wieder streicheln dafür, dass sie das gut gemacht hat. Jetzt gebe ich dir hier deinen verlängerten Arm. Kriegst du das hin? Werden wir ja gleich sehen. Ne? Dann probier das mal. Jetzt bin ich also der Herdenchef. Mal sehen, ob Cassiopeia auch mit mir mitläuft. Wahnsinn! Das funktioniert! Nur mit ein paar Schulterbewegungen und Körperspannung. Jetzt die Schulter wieder zumachen. Jetzt bleib mal stehen, Simon. Genau. Richtig. So, jetzt ist Cassiopeia zu weit vorne. Also musst du deine linke Schulter zudrehen, deinen verlängerten Arm einsetzen, vor dem Pferd. Genau.
und sie wieder zurückholen auf ihren Platz. Das ist ja Wahnsinn. Richtig. Gut gemacht. Und wieder streicheln. Gut gemacht. Laura, das heißt ja auch Pferdesprache. Gibt es denn noch irgendwelche Laute, die man da macht? Oder genau. Also man kann Pferde natürlich auch auf die Stimme trainieren. Wir verwenden die Stimme sehr wenig, aber ein paar Kommandos haben wir auch. So wie zum Beispiel ein deutliches Ausatmen. Das hört sich dann so an wie das beruhigt ein Pferd. Ja? Okay, das kennt man bei Menschen ja auch. Ganz genau. Auf der anderen Seite verwenden wir auch ein Zungenschnalzen, so wie das macht das Pferd, du hast gesehen, Cassiopeia hat jetzt gleich die Ohren nach hinten gespitzt. Das ist einfach, um noch mal verstärkt die Aufmerksamkeit zu bekommen und auch um ein Pferd zu beschleunigen. Beschleunigen hört sich gut an. Okay, so. Und jetzt mache ich das Geräusch. Genau, jetzt machst du das Geräusch und wenn sie losläuft, läufst du mit. Genau, und jetzt lauf. Okay, jetzt laufen Jawohl. Wir zusammen. Aber die ist schneller als ich. Ja. Jetzt hast du aber den Turbo eingeschalten. Ich habe den Turbo eingeschaltet, ja. Die ist gelaufen. Aber es ist schön. Jetzt musst du sie dir zurückholen. Genau. Mit Schnalzen und anderen Signalen hole ich Cassiopeia zurück zu mir. Und dann drehen wir noch ein paar Runden. Ich habe das Gefühl, das Pferd und ich, wir verstehen uns immer besser. Die Lenkung geht noch nicht so. Geh rückwärts, Simon. Geh rückwärts. Geh rückwärts. Genau. Und jetzt schnalz mit der Gerte einmal. Richtig. War das genug? Gut. Bist ja ein richtiger Pferdeflüsterer. Oder? Ja, gut hast du das gemacht. Ja, ich habe das auch gemerkt. Wir sind ein ganz gutes Team eigentlich. Ich glaube auch. Aber ob du wohl auch reiten kannst? Tja, das finden wir gleich raus. Erstmal zurück ins Studio. 98, 99, 100. Ja, sehr gut, Maria. Die nächsten 100 machst du mit Gewicht. Nee, nee, nee. Wusel, nee, ich brauche eine Pause. Das geht nicht, Maria. Wir haben kaum noch Zeit bis zum Wuslinger Pferderennen. Hier, guck mal, dein Trainingsplan. 3001 Kniebeugen, mhm. 22 Kilometer Joggen, eine Stunde Wusels Fellstriegeln, mhm. Chorprobe. Ja. Warum denn Chorprobe? Och, sie versteht nicht, warum. Wenn du das nicht verstehst, musst du noch härter trainieren. Los geht's. Und eins. Wusel, ich brauche eine Pause. Und ich brauche eine Schülerin, die versteht, dass ich gewinnen will, damit ich mir was wünschen kann. Was? Wenn ich am Rennen teilnehme, darf ich mir auch was wünschen. Und wollten wir nicht ein Team sein? Ja. Aber ich bin wohl ein besseres Team als du. Du kannst ohne mich gar kein Team sein. Doch. Nein! Wusel, warum ist es dir denn so wichtig, dass ich gewinne? Ich? Dass wir gewinnen. Na gut, ich erzähl's dir. Aber es fällt mir nicht leicht, darüber zu sprechen. Also, vor ein paar Jahren, als meine Großmutter ganz doll krank war, musste ich ihr etwas versprechen. Dass du das Pferderennen gewinnst. Nein, jetzt hör doch mal zu. Ich musste meiner Großmutter versprechen, dass ich mich um ihren Rosengarten kümmere, wenn sie nicht mehr da ist. Oh, und weil du nicht mehr in Wuslingen wohnst, wolltest du das Rennen gewinnen, um dir von einem anderen Wusel zu wünschen, dass er sich um den Rosengarten kümmert. Weil deine Großmutter gestorben ist, Wusel. Was? Es tut mir so leid. Ich mache alles, was in deinem Trainingsplan steht. Wir werden das Rennen gewinnen. Du wirst es gewinnen. Für deine Großmutter. Ja, das ist ja ganz schön. Aber warum hast du jetzt gerade eben gesagt, dass meine Großmutter gestorben ist? Weil du gesagt hast, dass sie krank war und dann nicht mehr darf. Ja, sie war krank. Dann wurde sie wieder gesund und seitdem ist sie ständig im Urlaub, also nicht mehr da. Und ich muss mich dann jedes Mal um ihre blöden Rosen kümmern. Aber wenn ich, also wir, das Rennen gewinnen, dann ist damit Schluss. Wusel, ich hab gedacht, deine Großmutter, die wäre... Ja, der geht's ja gut. Aber sag mal, hast du nicht gerade eben versprochen, dass du alles tun wirst, was in meinem Trainingsplan steht? Prima, also dann los. 3001, 3000, 2999, 2000. Jetzt habe ich mich verzählt. Wir fangen nochmal an. 3001, los, hopp, schnell. 3000,
Nee, oder warte, wir zählen andersrum. Eins. Zurück in der Reithalle in Österreich. Ich will gleich das erste Mal auf einem Pferd reiten. Und was braucht man dazu? Ein Pferd und einen Sattel. Wie ein Vollprofi. Braucht man unbedingt einen Sattel? Kann man nicht auch ohne reiten? Man kann auch ohne Sattel reiten, aber für den Rücken des Pferdes ist es natürlich schonender, wenn du einen Sattel drauf hast. Weißt du, der Rücken von einem Pferd ist eigentlich nicht dafür gebaut, dass wir Menschen drauf reiten. Und deswegen legen wir einen Sattel drauf, der auch gut passen muss, damit das Pferd einfach ein bisschen schonender von uns geritten werden kann. Verteilt das Gewicht dann sozusagen. Richtig. Richtig festschnallen muss ich den Sattel auch, sonst falle ich vom Pferd. Und zur Sicherheit gibt's einen Sturzhelm. Laura bringt noch das Zaumzeug an, damit lenkt man das Pferd. Hallo Wusel! Hallo Simon, du musst deinen Streit schlichten. Ich habe Maria einfach nur die perfekte Kleidung für das Wuslinger Pferderennen besorgt, aber sie meckert nur rum. Sag du ihr bitte, dass sie genau richtig gekleidet ist. Wusel, nochmal. Ein Jockey reitet ein Pferd, kein Joker. Wusel, Maria hat recht, das klingt nur ähnlich. Stimmt, jetzt fällt's mir auch auf. Ja, warum hast du denn nichts gesagt? Ich sag seit einer Stunde nichts anderes. Ja, eine Stunde, in der wir nicht trainieren konnten. Wir müssen uns jetzt zum Pferderennen beamen. Es geht gleich los. Maria, viel Glück. Du schaffst das. Ja. Jetzt wird's ernst. Ich soll aufsteigen. Aber wie geht das? Okay, also wenn du auf einem Pferd aufsteigst, ist immer wichtig, dass du die Zügel schon in der Hand hast. Damit dir das Pferd nicht während dem Aufsteigen vielleicht davonläuft. Ja. Dann nimmst du einen Fuß in den Steigbügel. Und zwar den richtigen, sonst sitzt du verkehrt rum am Pferd. Ja, stimmt. Das habe ich auch mal in so einem Clown-Film. Egal. Und sobald du den Fuß im Steigbügel hast, ziehst du schön nach vorne, dass du dein Pferd beobachten kannst, hüpfst ein paar Mal am Platz, stemmst dich hoch und schwingst dich in den Sattel. Und mit der Hand hänge ich nur hier locker in den Steigbügeln? Genau, ein bisschen Gleichgewicht brauchst du schon. Ja. Probier das mal, Simon. So. Ja. So und eine weitere Hose. Ja, hüpf ganz nah zum Pferd hin. Genau. Und schau jetzt hier hinten festhalten? Hinten kannst du festhalten. Mit dieser Hand darfst du dir ein bisschen Mähnenhaar in die Hand nehmen. Aber reiß sie ihm bitte nicht aus. Ja, das kann ich nicht hier festhalten? Na, dann könnte es sein, dass der Sattel verrutscht. Weil du bist ja nicht ganz so leicht. Ha, das hast du doch gar nicht so schlecht gemacht. Ich bin auch überrascht, ob ich hier jemals wieder runterkomme. Das zeige ich dir später. Jetzt schauen wir mal, dass du oben bleibst und dass du nicht runterfällst. Ja, das hoffen wir beide. Gut. Ein Pferd hat keine Pedale und kein Lenkrad. Es ist ja auch keine Maschine, sondern ein Lebewesen, mit dem man freundlich umgehen soll. Zum Steuern nutzt ein Reiter Kommandos, seinen Körper und das Zaumzeug. Ganz schön viel zu merken. Zum Glück habe ich eine geduldige Lehrerin und ein geduldiges Pferd. So? Wunderbar. Hidalgo hat gelernt, auf deine Körperspannung zu reagieren. Das bedeutet, wenn du einatmest, dich groß machst und ein bisschen mit deinen Schenkeln drückst, aber schön sachte, dann marschiert er los. Wenn du das Gegenteil machst, das heißt, du atmest aus, machst dich ein bisschen klein im Sattel und nimmst das Bein vom Pferd weg, dann bleibt er wieder stehen. Sollen wir das mal gemeinsam probieren? Ja. Ich bleib neben dir, damit er nicht davonlaufen kann. Also. Mach dich mal groß, atme ein und drück mit beiden Füßen, nee, nicht so groß, nicht im Sattel aufstehen, darfst schon sitzen bleiben. Du bleibst schon mit dem Hintern im Sattel sitzen. Bloß einatmen, ein bisschen Körperspannung, genau. Und mit beiden Beinen leicht andrücken, so als würdest du ein Fass umklammern. Ganz genau. Und dann marschiert er los. Richtig. Und wenn du jetzt genau das Gegenteil machst, nämlich ausatmen, dich ein bisschen kleiner machen im Sattel, stell dir vor, du ziehst den Bauchnabel ein, ja, ohne dass... Sitzt man, wollte gerade sagen, da sitzt man ja so... Ja, so krumm sollst du nicht sitzen. Es ist ein Gefühl, das du haben musst. So, ja. So. In, genau. So. Mhm. Optisch, wenn man dir zuschaut, solltest du einfach immer mit dem Oberkörper aufrecht bleiben. Oh, das ist super. Ja. So, machen wir jetzt Springreiten. Du kannst sehr, sehr gerne springen. Ich baue dir gerne einen Sprung auf. Aber vielleicht solltest du zuerst noch lenken lernen. Gelenkt wird mit den Zügeln und den Füßen. Wieder geht es darum, sanft zu drücken oder zu ziehen. Schon reagiert Hidalgo und läuft in die Richtung, die ich will. Es fühlt sich ein wenig wie Tanzen an. Und, traust du dich, Simon, die nächste Gangart zu wählen? Ja. Dann werden wir das mal versuchen. Aber nicht runterfallen. Ja. Okay, ich werde mich dran halten. Gut. Die nächste Gangart heißt Trab. Also schneller reiten.
Mit den richtigen Kommandos und einmal schnalzen gibt Hidalgo Gas. Also für meine Verhältnisse. Zur Sicherheit rennt Laura mit mir mit. Lauras Pferde schaffen übrigens bis zu 65 Stundenkilometer. Schneller als ein Auto in der Stadt. Oh, das geht gut. Das geht gut. Das sind gute Bremsen. So, Simon, ich habe jetzt eine kleine Überraschung für dich. Gehst du mit mir mit? Ja, klar. Na dann, lass uns gehen. Überraschung? Allerdings. Denn wir machen einen Abenteuerausflug in die wilde Natur. Weil da bleibt immer stehen. Ja, treib ihn. Vielen Dank, Laura. Also, die Überraschung ist dir wirklich gelungen. Das freut mich. Und damit zurück ins Studio. Ich werde jetzt hier noch stundenlang weiterreiten. So, und jetzt. Und jetzt Galopp. Gewonnen! Ah, das haben wir toll gemacht. Ja, aber warum hast du mir nicht vorher gesagt, was du mit mir vorhast? Na, es hat doch funktioniert. Du hast mich in ein Pferd verwandelt. Mit meinem Galoppomaten 3001. Du hast mich in ein Pferd verwandelt. Ja, und Pferd Maria hat auf Bahn 2 das Rennen gewonnen. Außerdem habe ich dich doch danach auch wieder zurückverwandelt. Ja, aber nicht vollständig. Ich fühle mich immer noch wie ein Pferd. So ein Unsinn. Das hast du sehr gut gemacht. Guck mal, hier kriegst du ein Zückerchen. Da? Ja. Oh Mann, Unsinn. Du siehst doch selber, dass ich mache alles wie ein Pferd. Ach ja, ich habe ganz vergessen, dass Pferde scheue Fluchttiere sind. Maria, guck mal. Guck mal hier, lecker Möhrchen, komm zurück. Hm? Na komm, fein. Wusel, wir haben das Rennen gewonnen. Du hast mit deinem Wunsch jetzt Ruhe vor deiner Großmutter. Darf ich mir jetzt bitte was von dir wünschen? Mach mich wieder komplett menschlich. Also eigentlich finde ich es ja ganz toll, dass ich jetzt eine pferdeähnliche Freundin habe. Wusel! Ja klar, verwandle ich dich wieder zurück. Danke. Was hast du denn gedacht? Das ist echt lieb von dir. Ja. Oh, ich bin wieder normal. Danke, Wusel? Bist du jetzt ein Pferd? Oh Mann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ruhig bleiben. Ja, schau mal. Ja, okay, langsam, ruhig, ganz langsam, komm. Ja, komm, wir gehen. Ja, komm. Na, komm. Ja, langsam. Langsam, in die Richtung. Wir müssten da lang. Da lang, ruhig, bleib da. Na, habt ihr noch Lust auf mehr Videos? Super, ich auch. Und das Beste ist, wenn ihr Videos schauen wollt, aber eure Eltern meinen, ihr sollt lieber draußen in der Sonne spielen, dann macht der Gewitteromat 3001, dass draußen schlechtes Wetter ist und ihr drinnen Videos gucken könnt. Ich habe das Gewitter hier im Studio gestartet. Ich sollte lieber rausgehen. Ihr könnt aber drin bleiben und noch ein Video gucken. Oder ihr spielt draußen. Der nächste Regen kommt bestimmt.